Servus Freunde, Reolink hat mir zwei Pakete zukommen lassen und das ist die Argus 4 mit einem Solarpanel. Im Moment hängt es da vorne, da hängt die Kamera und da ist das Solarpanel. Ja, stimmt, es gibt auch die Argus 4 Pro und beide sind heute und morgen im Angebot. Alles in der Beschreibung, lass uns mal loslegen. Also das ist hier die Reolink 4K. Als erstes muss ich sagen, auf anderen Kanälen habe ich gehört, sie sieht aus, als wäre sie von Apple gemacht. Wenn ich sie mir so anschaue und auch anfasse, es fühlt sich wirklich hochwertig an. Das muss man lassen. Das sieht sehr gut aus. Es fühlt sich sehr gut an. Ob das jetzt von Apple käme oder nicht, ganz gleich. Es sieht top aus, es fühlt sich gut an. Dafür muss die Eufy 2K weichen. Die hat zwar den Vorteil, dass sie hier so ein Solarpanel drauf hat, aber wo es mehr Ausbeute gibt, muss ich glaube ich nicht sagen. Drum habe ich bei der Eufy teilweise Ausfälle, wenn es mal nicht so ganz drauf scheint, dann ja, habe ich schon mal zwischenladen müssen. Ich glaube, bei diesem Panel wird es nicht passieren. Aber nochmal zum Solarpanel. Das Solarpanel hat ein extrem langes Kabel. Also ich wünschte schon fast, es wäre kürzer, aber es ist lang und somit braucht sich keiner Sorgen machen, dass es irgendwie nicht funktioniert. Das funktioniert auf jeden Fall. Hallo Biene. Naja, alles was ihr braucht zum Montieren dieser Kamera, das hängt schon hinten dran, habe ich jetzt schon dran gemacht. Das ist diese Halterung, man kann das ans Holz oder Beton oder was weiß ich irgendwo dran festmachen und dann könnt ihr es festschrauben, je nach Winkel, alles möglich. Halterung des Solarpanels ist ebenfalls damit gegeben. Auch hier könnt ihr alle möglichen Winkel einstellen. Drei Schrauben. Ich habe es jetzt an der Seite montiert gehabt. Ich montiere es jetzt noch einmal um für einen neuen Test. Jetzt möchte ich aber noch mal zum großen, großen Vorteil von dieser Kamera kommen. Ihr seht, es sind ja zwei Kameras, zwei Bilder zusammengeklebt. Diese Kamera ersetzt tatsächlich zwei von dieser Sorte. Das macht die Kamera dann auch wieder günstiger mit einer besseren Auflösung und die Funktionen sind auch mehr als Eufy anbietet. Hier hinten könnt ihr das Kabel von dieser Solarplatte anschließen und unten, drehe ich mal um, da gibt es einmal Platz für eine Micro-SD bis zu 128 GB, wenn ihr mal einen Zeitraffer aufnehmen wollt oder einfach nur Bewegungen auf eurem Hof festhalten möchtet. Wie gesagt, diese Kamera hat zwar auch einen Weitwinkel, aber nicht 180 Grad. Wenn ich 180 Grad abdecken möchte, wollte, dann müsste ich die einmal so montieren und eine andere so. Und das brauche ich jetzt nicht. Also, dass die Kamera gut aussieht, wissen wir jetzt. Aber was kann sie? Das erzähle ich euch jetzt und möchte euch ausführlich gleich danach die App vorstellen. Denn darum geht es tatsächlich. Was kann ich in der App? Was kann ich einstellen? Was zeigt mir diese Kamera? Es gibt wie immer natürlich ein bisschen Papierzeug und die Aufkleber-Videoüberwachung 24 Stunden gleich in 5 Sprachen. Zusätzlich zu der normalen Montagemöglichkeit hat Reolink 2 solche langen Bänder geschickt. Mit den Bändern könnt ihr die Kamera und Solarpanel um einen Baum oder was auch immer ihr habt befestigen. Und das ist wirklich sehr cool, denn man muss nicht immer bohren, wenn es andere Möglichkeiten gibt. Viele Kameras bieten einen Winkel von 130 Grad und diese Argus 4 und die Argus 4 Pro, die bieten 180 Grad, damit spart ihr ja euch eine zweite Kamera. Das ist wirklich gut und das Ganze bei einer 4K-Auflösung. 4K-Auflösung braucht natürlich ein bisschen Power, drum hat die Argus 4 auch Wifi 6 und ja, damit geht das Ganze flüssig. Diese Kamera hat so eine sogenannte PIR-Erkennung, also passives Infrarot. Das ist eine smarte Erkennung, das unterscheidet zwischen Fahrzeugen, Menschen und Tieren und das funktioniert wirklich gut. Vorteil ist, du hast keine Störungen wie irgendeine Biene oder ein Blatt oder was auch sonst vorbeifliegt. Du kannst die Kamera natürlich kabellos irgendwo befestigen, hast aber den Nachteil, dass du die Batterie immer wieder laden müsstest und dann eben das Solarpanel, damit bist du komplett unabhängig und kannst sie nahezu überall befestigen. Wo werden jetzt eure Daten gespeichert? Zum einen habt ihr die Möglichkeit über den Hub, den man zusätzlich bestellen muss, oder aber eine kostengünstige Micro-SD-Karte, die packt ihr rein bis zu 128 GB und man kann das immer wieder von neu überschreiben lassen, also gar kein Problem. Darauf könnt ihr die Zeitrafferaufnahmen speichern, die sind wirklich cool, die zeige ich im Anschluss, wenn wir hier fertig sind, meine Zeitrafferaufnahme.
Ja, damit könnt ihr, ich werde es gleich in der App nochmal ausführlich besprechen. Für die Nachtsicht gibt es das klassische Schwarz-Weiß-Infrarotbild oder eben Farbe bei der Argus 4 mit dem Spotlight. Argus 4 Pro bietet ja diese Nachtsicht-Farbmodus an. Und dann gibt es auch noch eine Sirene, wenn ihr alarmiert werden möchtet, wenn draußen irgendwer auf eurem Hof rumrennt. Auch das ist möglich in Verbindung mit diesem Spotlight. Der Einbrecher hat dann bestimmt Angst. Wie bereits genannt, diese intelligente Erkennung Fahrzeug-Mensch-Tier. Dann habt ihr natürlich eine Live-Ansicht und eine Wiedergabe, sprich, was wurde denn bereits aufgenommen? 2-Wege-Audio, ihr könnt zur Kamera sprechen und hört auch, was dann derjenige sagt. Dann habt ihr noch IP66, wasserdicht ist das Ganze. Ein Google Assistant ist an Bord und wie genannt, die Zeitrafferaufnahmen. Aber jetzt kommen wir zur App. Wenn ihr die App öffnet, sieht das Ganze so aus. Auf der Seite seht ihr schon die Argus 4. Ihr seht, sie wird geladen und dann könnt ihr den PIR ein- und ausschalten. Ich bevorzuge es, den anzulassen. Und dann kann man entweder aufs Rädchen, also quasi in die Einstellungen gehen oder auch direkt mal in den Live-Modus. Und hier seht ihr, oben könnt ihr die Sirene ein- und ausschalten, eine Lampe ein- und ausschalten. Dann könnt ihr das Ganze pausieren. Dann eben laut leise ein Foto machen. Ich mache jetzt einfach mal ein Foto. Ich klicke mal drauf, klack, und dann kann man es direkt teilen. Dann kann man den Clip auch bewusst aufnehmen. Dann könnt ihr wählen zwischen klar und flüssig, also die 4K-Auflösung oder eine geringere mit flüssiger Bewegung. Und dann könnt ihr das Ganze natürlich auch im Breitbildformat anschauen. Das mache ich jetzt wieder weg. Und dann könnt ihr auch unten, seht ihr, sprechen, da könnt ihr gegensprechen und dann Wiedergabe. Was wurde denn bis heute schon aufgenommen? Wenn man dann draufklickt, unten seht ihr ja schon die ganze, da wo der rote Balken ist, was wurde denn aufgenommen? Und ihr könnt auch so hin und her swipen und gucken, was wurde denn aufgenommen. Dann habt ihr ganz oben wie so eine Schleife, dort könnt ihr dann die Bewegung, das blende ich jetzt mal ein, wenn sich jemand bewegt hat, so einen Zeitstempel erstellen. Plus die ganze Bewegung in 0,5 oder 0,25-facher Geschwindigkeit ablaufen lassen. Aber wir gehen auch schon zurück und gehen auch mal direkt in die Einstellungen, um zu schauen, was ist denn das Interessante. Also die Batterie, da brauche ich nicht viel zu sagen. Da kann man sehen, sie wird geladen, plus die Arbeitszeit in den letzten 4 Wochen. WLAN ist ganz klar und im Bereich Display, da könnt ihr wählen Tag und Nacht, schwarz-weiß, farbig oder Auto. Ich habe es Auto angemacht, sprich es ist die ganze Zeit farbig und bei Nacht wird es dann in schwarz-weiß übergehen. Name der Kamera, soll die Argus 4 oben links, oben mittig, oben rechts oder wie auch immer oder wie bei mir unten rechts angezeigt werden, dann könnt ihr das hier einstellen. Ihr seht es da, Argus 4, dann Datum, Wasserzeichen, wenn ich das jetzt mal einschalte, dann seht ihr, oben links im Bild kommt Reolink, ich mache das jetzt einfach mal aus. Und dann natürlich die Privatsphärenmaske, ist immer wichtig. Wenn ihr nicht wollt, dass irgendwo was aufgezeichnet wird, könnt ihr mit dem Finger drüber fahren, so als Beispiel ist die Straße ausgeblendet. Ich mache jetzt einfach mal mitten im Bild, ja, ihr könnt es ganz gleich wo. Bis zu 8 Privatzonen könnt ihr einstellen. Das ist immer wichtig. Das gibt es auch. Erweiterte Einstellungen. Da ist das Stitching. Was ist das Stitching? Das sind ja 2 Kameras und das Bild, das geht irgendwo zusammen. Hier könnt ihr noch horizontal, vertikal einstellen plus den Abstand. Ich habe jetzt einfach mal 7,5 Meter, mache ich jetzt mal. Und das ist der Strich, den seht ihr hier gar nicht. Das Bild wird so gut zusammengestitcht, dass es nahezu keinen Unterschied macht. Okay, Lichter und Schatten. Hier lasse ich alles auf Auto. Ihr könnt auch noch separat einstellen, Helligkeit und Schatten. Wie gesagt, ich lasse es auf Auto, dort passt es auch. Dann gehen wir rüber zu Audio. Ton soll aufgenommen werden und die Lautstärke, wenn ich das Gegensprechen nutze, soll auch auf ganz laut sein. Dann gehen wir auf Licht. IR-Lichter, na klar, lasse ich auf Auto. Und ja, ihr seht schon, die Empfindlichkeit kann man hier auch einstellen. Ich habe das auf Maximum eingestellt.
Dann gehen wir ins Spotlight. Spotlight könnt ihr hier auch einstellen. Wie hell oder dunkel soll das Licht leuchten? Mache ich auch auf maximal. Dann habe ich den Nacht-Smart-Modus. Sprich, wenn ich da jetzt lang gehe, dann geht das Licht aus, ja, wenn es Bewegung erkennt. Und wenn ich abends die Live-Ansicht mache, kann ich einstellen, ob es dann automatisch angehen soll oder aus, wie bei mir in dem Fall. Das heißt, das war zum Thema Licht. PER, Bewegungserkennung, habe ich an. Und dann könnt ihr noch die Empfindlichkeit einstellen. Sprich, bis wohin soll der Mensch, das Tier oder das Auto gesehen werden. Ich habe da jetzt auf Hoch und Fehlalarme smart reduzieren ein. Da ist eine gewisse KI mit eingebaut, das passt soweit. Dann kommen wir zum Bewegungsalarm. Zum einen könnt ihr einstellen, eine Nichterkennungszone jeweils für Person, Fahrzeug, Tier oder anderes. Ich mache jetzt mal für Person und dort könnte ich einen Bereich markieren. In dem Bereich soll er keine Personen melden. Ja, dann kann ich das für alles wählen, für Person, Fahrzeug, Tier. Als Beispiel, da wo ich immer parke, hier könnte ich sagen, bitte keine Autos melden. Gehe wieder raus. So, dann haben wir Bewegungsmarkierung. Wenn der Klarmodus ausgewählt ist, werden erkannte bewegliche Objekte markiert. Das heißt, dieser Kasten, der blaue Kasten, jetzt muss ich mal gucken, genau, jetzt seht ihr schon beim Auto, der blaue Kasten, das heißt, er erkennt dort jetzt ein Fahrzeug. Ja, das ist damit gemeint. Gehen wir schnell wieder zurück. Wir waren beim Bewegungsalarm. Empfindlichkeit kann man da wieder einstellen für Person, Fahrzeug oder Tier. Und dann haben wir noch die Objektgröße. Hier habe ich jetzt gar nicht. Also hier könnt ihr den minimalen oder den maximalen Größenbereich einstellen. Das habe ich jetzt mal ausgelassen. Und dann gehen wir schon über zur Filmaufnahme. Filmaufnahme, ja, er soll aufnehmen. Hier kann man noch einen Zeitplan wählen, sprich, wann soll er überhaupt aufnehmen? Soll er immer aufnehmen oder nur zu bestimmten Zeiten an gewissen Tagen? Dauer nach der Aufzeichnung könnt ihr maximal bis zu 30 Sekunden nach der Aufnahme noch aufnehmen lassen. Also dann stoppt es halt. Aufzeichnungen überschreiben, das habe ich bereits erwähnt. Man kann machen, dass er alle 30 Tage, 14 oder ich mache immer die älteste Dateien überschreiben. Sprich, wenn die 128 GB voll sind, soll er von Anfang an nochmal anfangen. Push-Benachrichtigung oder E-Mail-Alarm. Ich entscheide mich für die Push-Benachrichtigung. Kritische Alarme bedeutet, selbst wenn das Telefon stumm geschaltet ist, dann kriegt ihr mit Melodie, sage ich mal, mit einem Warnton nochmal eine Benachrichtigung. Und auch hier könnt ihr einen Zeitplan wählen. E-Mail-Alarm habe ich ausgemacht. FTP habe ich auch nicht. Sirene habe ich standardmäßig aus. Wenn ich in den Urlaub fliege, kann ich sie einschalten. Kamera teilen ist ganz cool. Meine Frau soll auch Zugriff haben. Sie lädt sich die App, scannt den QR-Code und hat schon vollen Zugriff. Und Zeitraffer. So, ich habe bereits einen Zeitraffer aufgenommen, den gibt es am Ende nochmal, wer sich das anschauen möchte. Das ist ganz cool. Dort könnt ihr Folgendes. Wolkenbewegung, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, was ihr hier seht. Was ist damit gemeint? Wenn ich einen Sonnenuntergang, dann macht er eine Stunde lang alle 10 Sekunden ein Bild. Ja? Bedeutet, wenn ich eine Baustelle habe, dann geht sie 120 Tage und macht alle 50 Minuten ein Bild. Und dann, wenn ihr nicht genügend Speicher habt, wird er euch das sagen und bietet natürlich an, dieses Hub mit bis zu 16 Terabyte dann zu installieren. Erweiterte Einstellung, illegale Login-Sperre bedeutet, dass sich da keiner irgendwie einloggen kann, könnt ihr ein Passwort vergeben und dann seid ihr auch auf der sicheren Seite. So, das war es soweit zu den Möglichkeiten in der App. Also die Argus 4 Pro gibt es jetzt im Angebotszeitraum bis zum 13. Oktober für 160 Euro inklusive Solarpanel und die Argus 4 gibt es mit Solarpanel für 141 Euro bis zum 13. Oktober mit dem Link, den du in der Beschreibung findest. Danke an Reolink für das Paket. Wenn das Video euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like hinterlassen oder auch einen Kommentar. Und nun geht's zum Zeitraffer und damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal, euer Wojtek.